Hallo und willkommen zurück in den Höhlen des Drachen wahrscheinlich, hier in Dragon Age Origins. Ich meine, wir sind im Dragon Age. Das sagt ja schon der Titel, dass wir irgendwann mal Drachen sehen werden. Wir haben ja auch schon Drachen gesehen. Flemmeth hat sich ja auch in einen Drachen verwandeln können, auch nicht schlecht. Ich weiß auch gar nicht, ob das... Ich glaube, das war notwendig, dass wir für den Kampf gegen Flemmeth Morrigan nicht dabei hatten, oder? Ich meine mich zu erinnern, dass das schon so besser war. Aber so oder so haben wir es nicht geschafft. Ich bin übrigens gerade dabei, die letzten 3 Folgen hochzuladen von Dragon Age und nehme jetzt die 4. hintereinander am gleichen Tag auf. Deswegen verzeiht mir, dass ich jetzt noch nicht auf irgendwelche Tipps und Ratschläge von euch eingehen kann, denn ich habe noch keine erhalten. So, wir haben übrigens, wie viele Verletzungsausrüstungen haben wir? 13? 13 Stück. Also, ne, zur Not müssen wir die halt nutzen. Ja, aber lasst uns mal nach links gehen. Ich entscheide mich persönlich bei der Wahl zwischen rechts und links immer erstmal für links. Einfach, was sich für mich besser anfühlt. Wieder auch immer einfach stehen, ne? So leicht kommst du mir nicht davon. Ach, da war ja noch jemand. Hi. Einfach ein Meuchelmörder. Ach, da hinten sind auch noch welche, oder was? Der geht auf mein Konto. Ha. Okay. Was? Alistair? Was ist das da um dich herum? Ach, du hast jetzt ein Mal des Todes um dich herum. Oha. Das ist natürlich nicht so gut. Das ist ja das, was, Zefran auch kann. Naja. Oh, eine Verletzungsausrüstung. Okay, nehmen wir mit. Ich gehe mal zur anderen Seite und guck mal, was da auf uns wartet. Haben wir die Richtung gewechselt? Wie findet man sich hier bloß zurecht? Es ist die andere Seite einfach, oder? Oh, doch nicht. Wait. Sollen wir hier hingehen? Ich meine, wir gehen jetzt einfach mal hier hin. Wir können ja danach noch den Rest untersuchen wahrscheinlich. Ein bisschen Angst. Da sind auf jeden Fall wieder Gegner. Ein Anti-Magie-Zeichen. Okay. So, könntest du vielleicht mal irgendwie ein bisschen mehr hier hingehen? Nee, halt wirklich. Du solltest halt wirklich ein bisschen mehr nach da gehen. Und Lina sollte halt nicht hier so im Fokus in der Mitte sein. Und jetzt kommen die alle zu mir. Ist das euer Ernst? Hier, verhöhne mal. Das ist eine Frechheit. So, wir machen mal den da fertig. Haha. Sehr gut. So. Ja, der da oben ist halt irgendwie noch so ein bisschen ein Problem. Hab ich das Gefühl. Braucht ihr Hilfe? Seht ihr das da? Ah, er kommt. Das auch noch! Oh! Oh oh. Ja, dann machen wir die erstmal fertig. Vielleicht kannst du den auch mit angreifen. Das wäre nützlich. Genau, und du gehst mal auf den da. Ich bin soweit. So. Ja, greif du mal hier an. So, der Typ ist jetzt hier. Magst du vielleicht mal versuchen, den anzugreifen? Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, genau. Sehr gut. Einmal speichern. Können wir die auch noch mal looten. Oh, so langsam wird unser Inventar aber voll, ne?
Wir haben hier eine schwache Verletzungsausrüstung. Sehr gut. Es hat auch niemand irgendwas, oder? Nee, sieht gut aus. Was ist das hier? Okay, da können wir auch hoch. Ich glaube, hier leben die Drachis einfach. Oh oh, das sind etwas ältere Drachen jetzt. Ein Drago. Ist aber ein schöner Name. Ja, dann nicht ein Dragoran. Okay, Alter vor Schönheit. Was ist los? Was ist los, Alistair? Wer rückt hier da wieder auf die Pelle? Das macht mir ein bisschen Sorgen. Die waren jetzt schon deutlich schwieriger umzubringen. Das macht mir Sorgen, dass das mit den noch älteren Drachen nicht unbedingt besser wird. Eine Rüstung aus Drago-Schuppen. Nice. Okay, jetzt müssen wir aber wirklich, glaube ich, langsam Sachen loswerden. Das wird ein bisschen schwierig. Langbogen, Stufe 5. Ich meine, du kannst ja mal den hier mitnehmen. Liliana. Genau. Aber warum kannst du den nicht mit? Ach, du brauchst mehr Geschicklichkeit dafür. Aber den... Nee, Moment. Lina, gib mir mal den. Liliana sollte vielleicht mal schon den möglichst guten haben. Ja. Der hier wäre gut. Und dann kriegst du noch mal... Feuerpfeile? Das sind Bolzen. Das sind nicht eben noch mehr Feuerpfeile? Naja, wir können ja auf jeden Fall mal sowas hier auch mit... das sieht aber cool aus. Aber sie nutzt das eigentlich nicht. Jedenfalls, ich fände es schön, wenn du halt irgendwie... Aber... Ach so, sie hat die natürlich benutzt, ne? Ja, dann nimm erstmal ein paar Eispfeile. Warum nicht? Genau. Ja, ihr habt eigentlich alle Platz für... Ne, ihr nutzt die ja alle. Euren Platz für das zweite Dingens. Vielleicht kannst du dann mal hier die Feuerpfeile reinhauen. Damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So. Ja, sonst, keine Ahnung. Sonst gucken wir mal mit den anderen Sachen. Gäbe es nicht noch irgendwas, was wir dabei haben, was wir schon verschenken können? Warte mal, was haben wir denn dabei gerade? Medaillon? Eine wunderschöne Frau mit Juwelen im Haar. Sie ist vorne in ein filigran gearbeitetes Medaillon eingesetzt. Okay. Der Silberbarren. Drachenblutrezepte. Nee, das sind alles Sachen, die ich den anderen schenken würde. Ich weiß jetzt gerade nicht. Silberbarren, Medaillon, eine wunderschöne Frau mit Juwelen im Haar. Ich würde die Sachen eher Morrigan und Dingens geben. Außer vielleicht den kleinen Silberbarren. Den könnten wir vielleicht... Alistair G. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was mag Alistair? Vielen Dank, das ist sehr nett. Nee, der hat damit nicht so viel anzufangen. Ich glaube, die meisten anderen Sachen würde ich tatsächlich Morrigan und Zephran geben. Genau, die beiden haben wir jetzt natürlich nicht dabei. Deswegen, naja, was soll's. Oha. Gut, ist klar, dass sie das hier verteidigen wollen, ne? Aber wir können es ja eh nicht zerstören. Ha, jetzt bin ich mir ein bisschen unsicher, ob wir hier jetzt weitergehen wollen. Also da jetzt. Ja, lass uns einfach mal weiter. Normalerweise kann man ja die Orte auch wieder zurückkehren dann und den ganzen Rest uns noch anschauen. Das heißt, wenn wir das jetzt hier erledigt hätten.
Deswegen lasst uns einfach mal weitergehen. So, wir können schon mal weitergehen und mit dem nächsten, den nächsten angreifen. Genau. Wie wär's mal mit Sterben, sagte. Ach, Alistair. Alistair hat die besten Sprüche drauf beim Kämpfen. Das ist so klasse. Wir können das Drachenei looten. Okay, nehmen wir mal mit. Reizen. Oh, da ist ja noch mal jemand. Das hat gut geklappt. So. Ja, in Ordnung. Okay. Wartet mal, was sagt denn unsere Quest aus von wegen die Rüstung aus Dragoschuppen? Meister Wade im Marktviertel von Denorim kann eine beeindruckende Rüstung aus Dragoschuppen herstellen, wenn du ihm genügend dieser Schuppen bringst. Er scheint sich sehr auf diese Herausforderung zu freuen. Die Frage ist nur, wie viele davon brauchen wir? Ich nehme einfach mal alle mit, die wir jetzt heute sammeln können. Zur Not schmeißen wir den anderen Krams weg, der ist ja nicht so wichtig. Ich glaube, hier war es das, ne? Ich glaube, das war eine Sackgasse. Ja, das sieht sehr danach aus. Das finde ich gut, weil dann können wir jetzt uns den anderen Krams nochmal anschauen, den wir noch nicht angeschaut haben. Ich bin ja nicht so ein Fan davon, direkt den gedachten Weg zu gehen, sondern erstmal so ein bisschen mehr zu erkunden. Finde ich ja schon ein bisschen besser. Deswegen können wir hier wieder raus. Wir haben auf jeden Fall noch zwei Wege, die wir gehen können. Wir hatten noch eine Abzweigung hier in dem Tunnel. Und dann hatten wir ja den Anfang, da wo wir gestartet haben, hatten wir ja die Wahl aus zwei Wegen. Und da sind wir bisher nur den einen gegangen. Genau, hier geht's noch weiter. Richtig? Lass uns nochmal schauen. Ja, genau. Hier geht's noch weiter und dann geht's noch da drüben lang ganz. Lu? Was ist das hier? Okay. Hier sind wir wieder zurück in einem Gebäude. Interessant. Seht ihr das da? Das ist eine Falle. Schlag sie zurück! Oh yeah. Ich geh mal nach da drüben. Ich greif mal dich da an. So. Ob die anderen klarkommen? Mal schauen. Oh, musstet ihr denn durch die Fallen? Ich habe euch extra die Fallen gezeigt und ihr lauft trotzdem durch. Schlimm mit euch. Naja. So, was haben wir bei dir so? Okay. Wir haben ja auch einiges an Waffen, die wir halt gar nicht unbedingt brauchen. Deswegen, das ist schon nicht so schlimm, wenn wir dann ein paar Sachen loswerden müssen. Zum Beispiel hier diese Schuppenrüstung. Das brauchen wir eigentlich alles nicht unbedingt. Aber ich nehme es erstmal mit, solange wir können, ne? Und dann schauen wir mal weiter. Hier geht's ja immer noch weiter. Was ist das denn für ein riesiger Weg und alles? Was? Wo sind wir hier, ey? Wir haben wirklich nicht übertrieben, als wir meinten, der Tempel ist riesig. Ich weiß auch nicht mal, ob das hier noch zum Tempel gehören würde. Schwer zu sagen. Oha. Da ist unser Quest-Dingens. Hat da jemand etwa eine Quest für uns? Jetzt bin ich mal gespannt. Halt, keinen Schritt weiter. Und wer seid ihr? Ihr habt nicht das Recht, nach meinem Namen zu fragen. Aha. Ihr habt unseren Tempel entweiht. Ihr habt das Blut der Gläubigen vergossen und unsere Jungen umgebracht. Genug. Ihr sagt mir jetzt, Eindringling, weshalb ihr all das getan habt. Was führt euch hierher? Ich komme wegen der Urne der heiligen Asche. All das für ein altes Relikt? Wisse dies, Fremde.
Die Prophetin Andraste hat den Tod selbst besiegt und ist zu ihren Gläubigen zurückgekehrt, strahlender, als ihr es euch vorstellen könnt. Ist sie der Drache? Nicht einmal das Reich von Tevinter könnte sie jetzt besiegen. Was wollt ihr da ausrichten? Was ist mit der Asche passiert? Sie ist noch im Tempel. Aber wozu brauchen wir Asche, wenn wir der wiedergeborenen Andraste in all ihrer Herrlichkeit dienen? Ja, dann könnt ihr mir ja die Asche geben, oder? Ihr könnt mir die Urne also geben? Ihr wollt also die Asche. Vielleicht gibt es eine Sühne für die Entweihung unseres Tempels, der auch unser Zuhause ist. Es hat mich ja niemand gefragt, warum ich hier bin. Woher der plötzliche Wunsch nach Zusammenarbeit? Vielleicht, weil ich an eine zweite Chance glaube. Wir alle stolpern durch die Finsternis, bis uns jemand findet und ins Licht führt. Okay. Vielleicht macht Andrastes Gnade aus ihrem schlimmsten Feind ihren größten Streiter. Okay, was ist denn eure Idee? Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Ich bin Vater Colgrim. Ich führe die Jünger von Andraste. Die Asche, die ihr sucht, befindet sich auf dem Gipfel dieses Berges, behütet von einem unsterblichen Wächter, der die Wahrheit über die Auferstehung unserer Herren nicht glauben will. Also ein Drache? Die Asche hält die heilige Andraste davon ab, vollständig in ihre neue Form überzugehen. Solange dieser Rest ihres früheren Seins existiert, bleibt ihr der nächste Schritt verwehrt. Okay, weiter. Andraste muss die Asche wieder zu einem Teil ihres Selbst machen. Dazu ist lediglich ein Tropfen ihres Blutes erforderlich. Blut enthält Macht, Stärke und Wissen. Dadurch kann alle Macht der Asche zu unserer Herren zurückfließen. Das klingt eher nach irgendjemand anderem, der nicht Andraste ist und die Macht von der heiligen Asche für sich benutzen möchte, obwohl wir ja eigentlich was anderes damit vorhaben. Warum habt ihr das dann noch nicht gemacht? Der Wächter hat all unsere Versuche vereitelt, die Urne zu erreichen. Er enthält die verbliebene Macht der wahren Andraste vor. Er kennt die Jünger und er ist für uns unantastbar, weil er seine Stärke aus der Asche selbst bezieht. Aber ihr könntet unserer Herren beschaffen, was ihr rechtmäßig gehört. Stellt euch vor, die oberste Klerikerin wäre jetzt hier. Ihr Kopf würde explodieren, das sage ich euch. Was soll das Geschwätz von Blut und Macht? Und Andraste soll auferstanden sein? Das ist lächerlich. Das Ganze gefällt mir gar nicht. Seine Worte sind nichts als der Wahnsinn eines gefährlichen Fanatikers. Seid gewarnt. Er will euch auf Abwege führen. Die Belohnung für diesen Dienst wäre wahrhaft gewaltig. Hieß es nicht, dass der Erbauer irgendwie, dass er Andraste mag und dass er halt irgendwie ihr Grab bewacht und sowas? Warum sollte er jetzt ihr nicht gönnen, ihre volle Macht wieder zu haben? Also das klingt irgendwie widersprüchlich, wenn ich das jetzt nicht komplett falsch verstanden habe. Aber das klingt irgendwie eigenartig. Und da meinte er mit den Wächter, der ihr das nicht gönnt. Wird der Wächter nicht auch mich erkennen? Nein. Er wartet auf Pilger, die die Urne verehren. Für einen solchen wird er euch halten. Es ist ganz einfach. Ich gebe euch ein Fläschchen mit dem Blut der heiligen Andraste und ihr schüttet es in die Asche. Die Magie der Asche wird dadurch aufgehoben und unsere Herrin ist von den Ketten ihres vergangenen Lebens befreit. Ich weiß nicht, ob es mir gefällt, diesem Colgrim zu helfen. Sobald das erledigt ist, werdet ihr bei uns als verehrte Schwester aufgenommen. Das will ich gar nicht. Ich will einfach nur wissen, wo die Urne ist, damit ich sie mitnehmen kann. Ich will dem doch gar nicht helfen. Ich weiß nicht, ob ich ihm das sagen möchte. Ich weiß halt nicht, wie dieses Spiel funktioniert. Das ist jetzt so ein bisschen Spielmechanik. Weil kann ich so tun, als ob ich das machen will, was er möchte und dann einfach die Asche klauen und weggehen?
Weil das wäre eigentlich mein Plan. Ich brauche die Asche, meinen kranken Mann zu heilen. Ich sag's einfach, wie es ist. Dafür braucht ihr nur ein kleines Quäntchen. Die übrige Macht der Asche muss an Draste zurückgegeben werden. Welches Wissen bekomme ich dafür? Blut birgt große Macht. Durch Andrastes Anleitung haben wir gelernt, sie zu nutzen. Im Austausch für eine einfache Aufgabe kann sie euer sein. Ein Fläschchen Blut in die Urne gießen, mehr verlange ich nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich behaupten kann, dass ich mit ihm zusammenarbeite und es dann nicht mache. Das ist Blutmagie, sie ist verboten. Von derselben Kirche, deren Gründer die erste Andraste ermordet haben. Was kümmert es euch, was diese Leute verbieten? Dieses Gespräch darf nicht fortgesetzt werden. Keine Ahnung. Halt, ich, wie gesagt, ich persönlich würde gerne so tun, als ob ich ihm helfe. Aber es klingt ja so, als ob wir eh alleine hingehen. Was? Und ich dachte, ihr wärt zugänglich für Vernunft. Habe ich mich wohl getäuscht. Zu den Waffen, Brüder! Andraste wird uns den Sieg schenken! Ich probiere es mal so. Und wenn wir sie nicht besiegen können, kann ich ja beim zweiten Mal versuchen. Wobei, so viele sind es ja scheinbar gar nicht. Genau so wird es geschehen. Kommt ihr klar? Warte mal, kann mal jemand Alistair heilen? Oh, du hast schon geheilt. Alistair, kannst du dich mal selbst heilen? So. Okay. Okay, sie ist ja sehr gut darin, gerade zu... Also, was passiert hier gerade? Okay. Alter, immer gehen alle auf Alistair. Ist schon ein bisschen gemein. Kannst du noch mal heilen? Heil dich mal. So. Ah, wir haben sogar den Final Blow ihm gegeben. Sehr gut. So gehört sich das. Oh, warst du wieder tot? Oh, Alistair. So, du kannst dich nochmal... Bessern, bei dir wollen wir auf jeden Fall Willenskraft noch weiter erhöhen, weil wenn du jetzt sowieso auch Bogenschützin hauptsächlich bist, dann wäre das ziemlich gut. Und bei dir machen wir mal Kampftaktiken. Und du kannst auch noch ein Talent, ja, mitreißendes Lied. Okay, nee. Kampfbewegung. Und nee, ich will eigentlich nicht in Richtung Schurke gehen. Ich will schon eher in Richtung Bogenschießen gehen. Aber da kann sie jetzt leider noch nichts lernen. Dann machen wir mal Verstohlenheit. Das könnte ihr vielleicht auch helfen. Okay, die Sachen würde ich gerne alle mitnehmen. Ich weiß nicht, ob ich alles mitnehmen kann. Okay. Aber selbstverständlich. So, kannst du dich einmal heilen dann bitte? Und dann werde ich jetzt einmal im Inventar ein bisschen rumsortieren. So, ein kleines bisschen habe ich Sachen sortiert und geleert. Und dann können wir mal den Rest noch mitnehmen. Oh, ja, doch. Ich habe das Gefühl, diese schweren Kettenrüstungen... Ja, guck mal, du hast Schuppenstiefel aus Stahl. Die sind aus Graueisen. Ja, die werden schon besser. Wir haben noch nicht mal 32 Stärke. Das heißt, wir sollten da mal ein bisschen dran arbeiten. So. Ja. Wo waren wir denn jetzt schon? Da waren wir schon. Da geht es weiter scheinbar. Oh, du hast ja auch noch was. Aber dann würde ich vielleicht doch nochmal zurückkehren und den anderen Teil mir anschauen. Weil wahrscheinlich geht es da wieder raus. Kann das sein, dass es da wieder rausgeht?
Ja, genau, da geht's zum Berggipfel. Da können wir dann weitermachen. Dann würde ich mir jetzt erstmal noch die andere Seite anschauen. Weil da waren wir ja noch gar nicht. Und ich finde schon, dass wir noch den Rest dieses Gebiets hier mitnehmen können, oder? Ich finde schon. Es geht doch nichts über ein bisschen herumlatschen. Oh, hier sind nochmal Gegner. Hast du vorher... Haben wir dich vorher übersehen? Oder was ist da passiert, dass du noch hier bist? Das tut mir leid. Wir wollten dich halt echt nicht ignorieren oder so. Sorry dafür. Naja. Passiert. Oh, apropos übersehen. Rüstungsanschuhe brauchen wir auch nicht. Naja, wie gesagt, passiert. Passiert mal. Ja. Ich meine, es war halt schon ein ziemlich weiter Weg. Wenn wir den Weg nochmal zurückgehen, um dann zum Berggipfel zu kommen, dann skippe ich mal durch. Aber wie man sieht, auch wenn man einmal zurückläuft, scheint sich ja hier noch irgendwie was zu finden. Ah, das war, glaube ich, die falsche Seite. Oder? Ja, genau. Jetzt sind wir auf der richtigen Seite. Kommt man hier wieder raus. Und dann gucken wir mal, was wir finden, wenn wir uns für rechts entschieden hätten. Wenn das jetzt einfach nur so eine billige Sackgasse ist, ne? Und wir hätten einfach von Anfang an dahin gehen sollen. Das wäre schon ein bisschen frech. Aber... Kann man ja auch nicht ändern dann. So, ich mach mal F5, damit ich den ganzen Weg nicht nochmal laufen muss, wenn ich gleich sterbe. Hm. Hi. Hallo. Oh. Oh, hier wohnen Drachis. Kriegerstatuette aus Stein. Oh. Das könnten wir vielleicht mal Alistair schenken. Hi, ihr wohnt alle hier, was? Ist das euer, eure Küche? Ich nehme an, das ist so ein bisschen... Okay. Warum ist denn jetzt schon wieder jemand tot? Was macht ihr denn immer? Ihr stellt euch auch richtig scheiße an, ne? Kann man das mal erwähnen? Dass ihr euch echt nicht gut anstellt. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht eh lieber möchte, dass die jetzt sterben. Weil halt... Also ich weiß ja nicht, was das jetzt war. Wir haben uns von 3 Drachis fertig machen lassen. Okay, dann sind wir jetzt ein bisschen aufmerksamer. Weil, ne, das verbraucht ja auch alles ein bisschen Ressourcen, wenn ich mich jetzt hier umbringen lasse extra. So, du verhöhnst mal. Du solltest mal halt echt von hier weggehen. Du gehst mal dahin. Du gehst mal hierhin. Und du wartest mal ab. So, genau. Und dann greift ihr mal hier eure Sachen an, ne? Nein. Du gehst mal hier hin und machst mal deine schnellen Schüsse und fängst mal an, hier anzugreifen, okay? Gut. Okay. Und ihr kriegt es nicht in euch zu heilen, scheinbar. Okay, cool. Was ist denn hier los? Oh, muss ich euch dann alle hier in der Hand nehmen? Scheinbar. Scheinbar kriegen die das sonst nicht hin. Okay. Ein weiterer Versuch. Du gehst mal los, weil dann bist du nämlich möglichst weit weg von den Drachis. So, du bleibst bitte hier. So, dann gucken wir mal uns das Ganze ein bisschen taktischer an.
Du gehst bitte hierhin und ihr beide bleibt da. Beim Atem des Erbauers. So. Du gehst bitte hierhin. Ja, hier. Nein, 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 nein. Du bleibst bitte hier. Du gehst da. Ich wünschte halt, die würden sich nicht frei bewegen. Nein. Liliana, hör auf. Weil ich muss die halt so langsam, ich muss die halt erstmal herkommen lassen. Damit das hier irgendwie sinnvoll ist. Genau, du machst deine Schüsse da, das machst du gut. Du kannst mal hier, du solltest mal deine Schildverteidigung und einen präzisen Schlag aktivieren. Und dann kannst du hier mal angreifen. Genau, du kannst dich ja mal, oh, wir können uns mal auf den fokussieren. Bereit. So, und du, wo bist du eigentlich gerade? Lina ist hier. Dann kannst du vielleicht auch mal den angreifen gerade. Der ist dann nämlich gleich schon down. Und dann kannst du mal auf den da gehen. Du kannst auch mal den da angreifen. Du hast ihn gleich erbaut. Genau, und du greifst den da an. Lass auch gehen. Du könntest dich vielleicht mal heilen. So, okay, jetzt läuft schon sehr viel besser. Also ich muss denen halt wirklich sehr spezifisch sagen, was sie zu tun haben, ansonsten wird das schlimm. Oh, nicht gut. Heide. Das ist natürlich fies, wenn die einen dann einfach so richtig krass angreifen direkt. Das ist sehr, sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Mach du mal deine... Oh, bevor ihr jetzt auch gleich sterbt. Nicht gut. Greif an. Oh, nein! Alistair! Komm schon, das schaffst du. Die sind beide fast down. Nein! Nicht du auch noch! Komm schon, Alistair! Nein! Es lief doch so gut! Das ist nicht fair. Und dann greifen sie einen halt einfach an. Ah, die will ich jetzt fertig machen. Jetzt ist das persönlich. Ihr wünscht? Ich mach euch sowas von fertig. Oh, warte. Stand da nicht was von aufsteigen? Nein, okay. Manchmal steht da irgendwie aufsteigen und dann bin ich verwirrt. Weil das können wir ja noch gar nicht. So. Kann ich den hier frei bewegen? Position halten, sehr gut. Okay, das heißt, du kannst... hier hingehen. Und ihr beide... Nee, du kannst erstmal dahin. Und du bleibst bitte hier. Ja. Genau. Du kannst mal das hier anwählen, beides. Und dann kannst du mal verhöhnen. Du kannst mal einen heldenhaften Angriff geben auf Liliana. Du hast ja eh schon den Lied des Heldenmutes aktiviert. Das heißt, du kannst mal anfangen gegen den hier. Du kannst mal schnelle Schüsse machen. Und dann anfangen gegen den hier Schüsse zu machen. So, du hast schon wieder nur halbes Leben. Darfst dich direkt einmal heilen. Was machst du eigentlich? Gar nichts, ne? Das ist halt schlecht. Du solltest schon auch angreifen. Okay, können wir vielleicht nur mal Alistair heilen, bitte? Oh, und schon ist er wieder down! Wiederbelebung auf Alistair, bitte. So. Dann du machst hier mal einen... Zerspringenden Schuss? Keine Ahnung. Das funktioniert doch alles nicht besonders gut hier. Wir müssen uns mal halt auf irgendeinen fokussen. Weißt du, was du mal machen kannst? Ah, das kannst du gerade noch nicht. Moment. Nimm mal den Trank hier. Und dann kannst du mal einen Lebenswächter machen auf Alistair. Das wäre super. Und dann... Okay.
Kannst du... Oh Gott, nein! Kannst du sie heilen gerade in dem Moment? Okay. Und den mal angreifen. Du greifst den an. Du heilst ihn. Ich erwarte eure Befehle. Oh Mann, warum macht ihr das denn? Oh, das geht mir so auf... Ihr seid so scheiße, ihr Drachen. Wirklich. Halt, die anderen Drachen mochte ich, aber ihr seid scheiße. Die waren bisher auch noch nie so kacke. Ich bin nicht ganz ehrlich. Bisher waren die Drachen nicht so gemein. Aber die sind jetzt hier richtig arschig. Wahrscheinlich, weil sie Hunger haben oder so. Boah, wie soll man die denn erledigen? Wie? Und vor allem eben ging es noch sehr viel besser. Ich probiere das jetzt so lange, wie ich das hinkriege. Ich habe es gesagt. Das ist jetzt was Persönliches. Ich will, dass die sterben. Ich weiß auch gar nicht, wie ich das... Also, wie soll ich das denn verhindern, dass die Drachen das machen? Die springen einen ja automatisch irgendwann an. Und dann ist halt schlecht. So, Position halten. Genau. Du gehst bitte hier hin. Du gehst hier hin. Und du gehst dahin. So, genau. Das heißt, du hast deinen präzisen Schlag und deine Schildverteidigung drin. Dann verhöhnst du sie einmal. Du fängst mit dem direkt an. Ah, genau. Du musst erst noch deinen schnellen Schuss reinnehmen. Und dann fängst du einmal an. Genau, du machst dein Ding schon mal. Und du greifst den hier einmal an, bitte. Und wir geben Alistair auf jeden Fall den Lebenswächter. So, und dann greifst du bitte mal den hier an. So gut es geht. Du greifst auch mal bitte den da an. Und du greifst mal auch den da an. Wir greifen jetzt alle mal einen an, bitte. Dann, oh, Alistair. Das hilft nicht, wenn du dich hier immer umbringen lässt. Wir müssen jetzt alle mal einen nach dem anderen tot machen. Das funktioniert sonst nicht. So, greif du mal den da an, bitte. Und du greifst bitte auch den da an. Ja. Einmal angreifen, bitte. Oh, meine Fresse, jetzt kommt der da schon wieder an. Wie? Wie soll ich das denn? Wie kann ich das denn verhindern, dass der das jedes Mal macht? Unser Hundi ist auch schon down. Oh, die sind viel zu krass. Ich habe doch das Gefühl, die werden jedes Mal schlimmer mit jeder Runde, die ich hier versuche. WTF, was ist denn los mit denen? Das lief noch so viel besser am Anfang. Was mache ich denn falsch die ganze Zeit? Heil dich doch bitte mal. Hallo. Die sich halt auch die ganze Zeit, wenn die ganze Zeit betäubt werden. Oh mein Gott. Wie? Wie soll das denn gehen? Oh, ich krieg die Krise. Kein Bock mehr. Was soll das denn? Warum sind die so scheiße? Nächstes Mal muss ich vorsichtiger sein. Warum haben wir es denn jetzt alleine mit Lina am Ende geschafft? Aber die ganzen Male davor wieder nicht mehr. Aha. Und jetzt sind wir halt irgendwie, jetzt sind die halt alle irgendwie zerstört. Das ist doch kacke. Ich werde es tun. Jetzt muss ich euch alle einmal heilen. Super. Ich will sie halt auch erledigt haben, ne? Das war jetzt schon sehr, sehr nervig. Das war ein Kackkampf.
wir können die Tiere nicht mal freilassen? Täuschen. Das heißt, die sterben jetzt halt einfach auch hier. Auch wenn sie gar nicht von den Drachen gefressen werden, weil es hier nirgendwo einen Schalter gibt, um die freizulassen, wieder rauszubringen. Cool. Hat sich richtig gelohnt, hierher zu kommen, auf jeden Fall. Richtig gelohnt hat sich das. Nee, das hat mir nicht gefallen. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Jetzt laufen wir den ganzen Weg nochmal zurück, damit wir dann zum Berggipfel gehen können. So, ich bin den weiten Weg wieder hierher gelatscht. Und ich würde sagen, wir gehen mal zum Berggipfel. Was kann schon schief gehen? Alles. Alles wird schief gehen. Ah, Skyrim-Feeling kommt auf. Mit den Bögen, oder? Drache! Hi! Weil wir ja so gut sind, gegen Drachen zu kämpfen. Okay. Ich habe auch schon gelesen, bei der neuen Sache, die wir gefunden haben, war das hier? Das war doch irgendwo hier unten. Colgrim's Horn. Dieses mit einem abgeänderten Symbol der Kirche verzierte Horn gehörte einst Vater Colgrim aus Haven. Wenn er mit dem hohen Drachen, der für die wiedergeborene Andraste hielt, kommunizieren wollte, ließ er dieses Horn vom Berggipfel erklingen. Das heißt, er hält tatsächlich den Drachen für Andraste. Naja. Angeblich wirkt Musik ja beruhigend auf wilde Bestien, aber ich werde das jetzt nicht überprüfen. Wo ist der Drache überhaupt hin? Wo chillt der gerade? Ich sehe ihn gar nicht. Kann man da unten etwa reingehen? Tatsächlich. Wo kommt man denn da hin? Das interessiert mich jetzt. Da waren wir aber noch gar nicht, oder? Ich glaube, da konnte man vorher nicht lang. Das war doch hier durch, oder? Ah, interessant. Na gut. Ach, da oben ist er. Hi. Lass dich nicht von uns stören. Wir chillen hier nur ein bisschen. Wie gesagt, wir können ja gerne das Horn nachher betätigen, aber erstmal möchte ich mir natürlich alles angucken, so gut es geht. Gesellenverlangsamungsrune. Okay. Na gut. Nehmen wir alles mit. In meinem Kopf höre ich gerade die ganze Zeit diesen Sound, wenn man in der Nähe eines Drachenworts in Skyrim ist. Ich glaube, das ist pure Einbildung. Weil das hier halt einfach hingehören würde. Hier wäre irgendwo dieses Dingens vielleicht. Oder da unten vielleicht sogar. Soll das Lava sein? Macht das Aua, wenn man drüber läuft? Nein. Scheinbar da langlaufen. Und einfach weitergehen? Ich meine, sehe ich kein Problem mit, hier einfach weiterzugehen. Der Spießrutenlauf. Oh, das klingt doch einladend. Da möchte ich gerne hin. Zum Spießrutenlauf. Das ist doch. Wo sind wir hier? Ah, hier ist der Wächter. Sieht anders aus als der Rest der Ruinen. Ja. Da ist der Wächter auf jeden Fall. Andrastes Pfeile, oha. Ich mach mal F5 und dann gucken wir mal, was der uns hier zu sagen hat.
Ich heiße euch willkommen, Pilger. Wer seid ihr? Ich bin der Wächter und beschütze die Urne der heiligen Asche. Ich habe jahrelang auf das hier gewartet. Auf mich? Ihr seid der Erste seit einer langen Zeit. Okay. Es war meine Pflicht, mein Leben, die Urne zu schützen und den Weg für die Gläubigen zu bereiten, die kommen, die Urne zu verehren. Zahllose Jahre habe ich hier verbracht und ich werde verweilen, bis meine Aufgabe erfüllt und das Reich im Meer versunken ist. Wird eure Aufgabe jemals erfüllt sein? Ich weiß es nicht und ich stelle diese Frage auch nicht. Okay, was könnt ihr mir über die Urne der heiligen Asche erzählen? Ihr wisst bereits, dass die Urne die Überreste der Prophetin Andraste enthält. Was gäbe es sonst noch zu erzählen? Was wisst ihr über diese Jünger von Andraste? Als meine Brüder und ich Andraste aus Tevinter an diesen Zufluchtsort brachten, schworen wir ihr Andenken allzeit zu ehren und sie zu bewahren. Viele Generationen meiner Brüder haben sich den Mantel ihrer Väter umgehängt über Jahrhunderte hinweg. Voller Freude, ohne nachzulassen, erfüllten sie ihre Aufgabe. Doch nun haben sie ihren Weg verloren. Sie haben Andraste und den Schwur ihr gegenüber vergessen. Okay, was ist mit euch? Wer seid ihr? Ich bin der Letzte der ersten Jünger. Ich habe geschworen, die Urne mein Leben lang zu beschützen. Und ich lebe schon sehr lange. Die ersten Jünger, kanntet ihr Andraste? Kannte sie überhaupt jemand, außer dem Erbauer? Sie meditierte oft wochenlang, ohne Nahrung oder Wasser. Okay. Wie konntet ihr so lange leben? Ich habe vor Andraste und dem Erbauer einen Schwur abgelegt. Mein Leben ist an die Asche gebunden. Solange sie existiert, gibt es auch mich. Oha, darf ich die Urne sehen? Ihr seid gekommen, Andraste zu ehren. Und das sollt ihr auch, wenn ihr euch als würdig erweist. Ich brauche die Asche, um einen edlen Mann zu heilen. Ich weiß nicht, ob wir sagen sollten, dass wir sie mitnehmen wollen. Muss ich euch bekämpfen? Ich entscheide nicht, ob ihr würdig seid. Das zeigt der Spießrutenlauf. Okay. Falls ihr würdig seid, dürft ihr die Urne sehen. Und ein wenig Asche für euch selbst mitnehmen. Falls nicht. Was ist der Spießrutenlauf? Der Spießrutenlauf trennt wahre Pilger von Falschen. Ihr durchlauft 4 Prüfungen eures Glaubens und wir werden sehen, wie eure Seele sich dabei macht. Ich habe das Gefühl, ich habe die 3 richtigen Leute dabei, um unsere Seele zu prüfen und unseren Glauben zu prüfen. Ich glaube, das sind so die 3 besten, die ich hier noch mitnehmen könnte. Gut, also bringen wir es hinter uns. Vorher muss ich euch noch etwas fragen. Ich sehe, dass euer Weg bis hierher alles andere als leicht war. Es gibt viel Leid in eurer Vergangenheit. Euer eigenes und das von anderen. Temlin war einer aus eurem Stamm, ein Blutsbruder. Ihr habt ihn in den Ruinen seinem Schicksal überlassen. Sagt mir, Pilgerin, habt ihr Temlin im Stich gelassen? War Temlin der Typ ganz am Anfang, der unbedingt den Spiegel anfassen wollte, obwohl wir ihn gewarnt haben? Weil, nein, er ist selber schuld.
haben wir ihn im Stich gelassen. Also meine ehrliche Antwort wäre, nein, es war seine Schuld, was musste er auch seltsame Dinge berühren. Aber ich weiß nicht, ob das ist, was er hören möchte. Ich hätte ihn vom Spiegel wegziehen können. Hätte ich machen können. Danke, das war alles, was ich wissen wollte. Ihr seid so hart gegen euch selbst. Niemand ist vollkommen. Nehmt eure Fehler an, aber lasst sie nicht euer Leben bestimmen. Ihr konntet nicht wissen, was geschehen würde. Ihr tatet, was ihr für das Beste hieltet. Oh, süß. Und was ist mit euren Gefährten? Alistair, Ritter und Wächter. Ihr fragt euch, ob alles anders gekommen wäre, hättet ihr auf dem Schlachtfeld an Duncans Seite gekämpft. Ihr hättet den tödlichen Streich vielleicht abwenden können. Ihr fragt euch doch, ob nicht besser ihr gestorben wärt. Nicht wahr? Ich. Ja. Wäre Duncan statt meiner gerettet worden, wäre alles besser. Hätte ich nur die Gelegenheit dazu gehabt. Stellt eure Frage, Wächter. Ich bin bereit. Ihr seid stets die Beraterin, immer ein weises Wort auf den Lippen. Fragt ihr euch nie, ob das nicht nur früher einmal aufgezwungene Plattitüden sind, die ihr da äußert? Vielleicht seid ihr nur ein Werkzeug, um das Wort von Zirkel und Kirche zu verbreiten. Zweifelt ihr eure Wahrheit niemals an? Ihr kleidet eure Aussagen in Fragen, dabei kennt ihr unsere Antworten bereits. Leugnen ist wohl sinnlos. Ja, ich habe manchmal Zweifel. Nur ein Narr ist sich seiner völlig sicher. Und ihr, warum behauptet ihr, der Erbauer würde zu euch sprechen? Wo doch alle wissen, dass er gegangen ist. Er sprach nur zu Andraste. Stellt ihr euch mit ihr auf eine Stufe? Das habe ich nie gesagt, ich... In Orlais wart ihr jemand. Ihr hattet Angst davor, in Lothering eine graue Schwester zu werden und gleichsam zu verschwinden. Als eure Brüder und Schwestern im Kloster eure Behauptungen in Frage stellten, wart ihr verletzt. Und doch schwelgtet ihr darin. Ihr wart etwas Besonderes und habt die Aufmerksamkeit genossen, auch wenn sie negativ war. Oha. Ich soll mir das ausgedacht haben? Wegen der Aufmerksamkeit? Das habe ich nicht. Ich weiß, woran ich glaube. Der Weg ist offen. Viel Glück möget ihr finden, was ihr sucht. Finde ich spannend, also dass er halt irgendwie so jedem so ein bisschen in die tiefste Wunde gedrückt hat und mal geschaut hat, wie deren Antwort ist, so ein bisschen alle so ein bisschen provoziert hat gefühlt, hatte ich so das Gefühl, ja, nee, aber also halt ich finde meine Antwort war jetzt auch nicht verkehrt, also halt ich bin schon der Meinung, dass er selber schuld war. Aber ich hätte natürlich auch, also ich meine, ich konnte jetzt spielmechanikmäßig ihn nicht davon abhalten, aber ich denke mal, dass Lina sich das wahrscheinlich sagen würde. So von, ich hätte ihn ja auch davon abhalten können. Alistair, zur Stelle. Genau. Aber ja, dann würde ich sagen, machen wir das nächste Mal die Prüfung unseres Glaubens. Ich weiß nicht, ob wir vorher mit dem Drachen hätten reden wollen, aber mal schauen. Können wir ja vielleicht auch danach noch machen. Bin da nicht so erpicht drauf. Am Ende müssen wir gegen den kämpfen und der letzte Kampf gegen einen Drachen verlief nicht so besonders gut, auch wenn es halt ein Hexendrache irgendwas war. Naja, ja, das war's dann aber für heute und ich wünsche euch noch einen wunderschönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.